Meinhard Miegel, Sie leiten hier in Bonn, Bad Godesberg genauer gesagt, das Institut für Wirtschaft und Gesellschaft. Gegründet wurde das seinerzeit von Kurt Biedenkopf als Institut für Gesellschafts- und aber auch Politikberatung. Was ist das eigentlich, Politikberatung? An sich ist das eine ganz einfache Sache. Die Wissenschaft versucht, politikrelevante Sachverhalte, wie zum Beispiel die Bevölkerungsentwicklung, die Wirtschaftsentwicklung, die Entwicklung der öffentlichen Haushalte, der Bereich des Wohnungsbaus und dergleichen, aufzuklären, dass man ganz sauber sagt, so und so ist es. Man versucht, das der Politik mitzuteilen. Das ist eine recht mühsame Leistung, Sachverhalte in die politische Diskussion einzubringen. Und dann versucht die Wissenschaft, Lösungsalternativen zu entwickeln. Wie kann die Politik auf diesen Sachverhalt reagieren? Und diese Alternativen der Politik angeboten. Nimm eine davon und nimm dich. Wobei, und das glaube ich doch wichtig, sich in den letzten 20 Jahren ein erheblicher Bedeutungswandel. Ein Bedeutungswandel dahingehend, dass heute die Wissenschaft sehr häufig der Bevölkerung die Wahrheiten sagen muss, die die Politik inzwischen verschweigt. Wir haben ein in der Politik, ich will es einmal so nennen, Mutdefizit, und das muss die Politikberatung ein bisschen ausgleichen. Ich habe es immer so gesehen, dass die letzten 40 Jahre einfach eine solche Dynamik der Wirtschaft gebracht haben, vor allem hier in Westeuropa und vor allem in der Bundesrepublik, dass es auf einmal so aussah, als könne es auch wirklich gehen. Und es ging ja auch eine Weile so. Wir haben ja wirklich mehr als alle anderen, auch an Sicherheit und auch an Materiellem. Vielleicht konnte das gar keiner sehen, dass das irgendwann mal nicht mehr so weitergeht. Sie haben zu Recht verwiesen auf die letzten 40 Jahre. Ich meine, wir müssen Bewusstsein entwickeln, gerade in Westeuropa, in Deutschland, dass die letzten 40 Jahre eine historisch völlig außergewöhnliche Glückssträhne waren. Wenn wir vielleicht aus der Perspektive des Jahres 2050 oder 2100 auf diese geschichtliche Periode zurückschauen, werden wir sagen, es war eine ganz außergewöhnlich bequeme, angenehme, Wohlfahrts- und wohlstandsmehrende Zeit für die Westeuropäer. Das muss man betonen. Wir haben ja ganz unterschiedliche Entwicklungen in der Welt gehabt. Die Westeuropäer lebten, das klingt vielleicht hart, aber dennoch war es so, sehr angenehm im Schatten des Eisernen Vorhangs. Die Großmächte, die Amerikaner und die Russen, hielten sich wechselseitig in Schach. Die Westeuropäer konnten sich ganz auf sich selbst besinnen, sie zimmerten ihre europäische Gemeinschaft, sie bauten einen historisch einmaligen Wohlstand auf. Wir haben hier in dem Land Deutschland im westlichen Teil eine Vervierfachung, eine reale Vervierfachung des Vermögens innerhalb von 40 Jahren bewerkstelligt. So etwas haben wir seit dem Ende der Antike nicht zusammengebracht, was wir in diesen letzten 40 Jahren gemacht haben. Wir haben verinnerlicht die Vorstellung, wir werden jedes Jahr Wachstum haben. Jedes Jahr wird es etwas zu verteilen geben. Geschichte funktioniert so nicht. Das sind außergewöhnliche 40 Jahre. Geschichte sind echter nachher Springprozessionen. Zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Oder umgekehrt in schlechten Zeiten. In schlechten Zeiten. Sie sagten eben im Schatten des Eisernen Vorhangs. Ist das so, muss ich das so verstehen, dass der Eiserne Vorhang geradezu eine Bedingung, eine ökonomische Bedingung dieses Wohlstands war, weil der Eiserne Vorhang etwas tat, was ja vor 1914 oder auch zwischen den Kriegen zum Teil passierte, dass er das abschnitt, das heißt den Zustrom von Ärmeren aus dem Osten und einen Austausch mit Osteuropa, der sozusagen irgendeine Art von Nivellierung eben auch herstellte. Sei es, dass Arme reinkamen, sei es, dass Reichtum, Kapital in den Osten ging, sodass durch die Absperrung Westeuropas von den unproduktiven Teilen Europas im Grunde dieser Wachstumsprozess erst richtig losgehen konnte. Genau das, Sie haben es gesagt. Der Eiserne Vorhang auch rein ökonomisch unseren Wohlstand. Na, so weit würde ich nicht gehen. Ich sage also nicht ausschließlich. Das wäre sicherlich verkehrt. Es gibt eine Fülle von Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass sich der Wohlstand im Westen Europas in dieser Weise entwickelt hat. Nur war der Eiserne Vorhang außerordentlich hilfreich bei dieser Entwicklung. Das gilt sowohl für Europa, als übrigens auch, was viele gar nicht sehen wollen, für Deutschland. Durch die Mauer ist der schwächere, wirtschaftlich ärmere Teil, mit Ausnahmen Sachsen, Sachsen-Anhalt, die Ausnahme, aber schwächere Gebiete abgetrennt worden. Die blieben dann in der DDR unter sich und hier waren die wohlhabenden, die historisch wohlhabenden Gebiete unter sich. Und das gilt in viel höherem Maße noch für Europa insgesamt. Der Eiserne Vorhang hat gewirkt wie ein Wehr. Und auf der einen Seite, westlich dieses Wehres, staute sich der Wohlstand immer höher, der Pegel stieg immer höher und auf der östlichen Seite tat es nichts. Und das war ja schon eine
historisch paradoxe Situation, wenn man sich vorstellt, dass die Armen Europas sich zusammentun, in ganz großmännischer Gebärde abtreten und sagen, wir brauchen nichts von euch Westen, wir sind Besseren, wir sind die Stärkeren, wir werden euch zeigen, wie man das hier macht. Und wir haben dann andächtig dabei gesessen, haben das alles zur Kenntnis genommen und jetzt stehen diese Armen Europas, die im Übrigen historisch auch die Armen waren, wieder mit uns in einem Raum und sagen, lass uns teilen, wir sind wirklich so arm, dass wir eure Hilfe benötigen. Und bis jetzt zeigt der Westen ja überhaupt nicht, dass er dazu bereit ist, diese Hilfe zu gewähren. Fangen wir mal mit Deutschland an. Das heißt ja, was Sie sagen eben, dass die inzwischen gängige Rhetorik, dass alle wirtschaftlichen Probleme östlich der Elbe auf 40 Jahre sozialistische Misswirtschaft geht. Das ist Schutzbehauptung und eine, mit der man auch historische und moralische und wirtschaftliche Ansprüche abwehrt heutzutage. Das gehört zu den vielen Unaufrichtigkeiten in der Politik, die im Übrigen auch große Schwierigkeiten verursachen werden. Wir haben den Menschen in Mitteldeutschland, in Mitteleuropa, in Osteuropa immer gesagt, wenn ihr nur Demokratie und Marktwirtschaft habt, dann geht euch gut. Ich habe einen Fernsehen hier gehabt, und die haben genau diesen Punkt aufgeworfen und haben gesagt, das habt ihr uns immer erzählt, wir haben die Diktatur abgeschüttelt, wir sind bereit, die Marktwirtschaft einzuführen, warum geht es uns nicht gut? Naja, Antwort, ihr müsst natürlich auch ein bisschen arbeiten und dies und jenes machen. Und dann haben die gesagt, na, das habt ihr uns aber nicht gesagt. Das ist neu. Jetzt verändert ihr plötzlich die Spielregeln. Und das meinen die mit großer Ernsthaftigkeit. Russland ist ein anderes Beispiel dafür. Oder die osteuropäischen Staaten. Es war wiederum so eine Todsünde, dass wir den Eindruck erweckt haben, eine bestimmte Ordnung, nämlich Marktwirtschaft, Demokratie, schafft materiellen Wohlstand. Das ist nicht der Fall. Sondern Marktwirtschaft und Demokratie sind Instrumente. Ich vergleiche das gerne mit einem Hammer. Es macht einen großen Unterschied, ob ich einen Hammer in meinem Werkzeugkasten liegen habe oder ob ich ihn in die Hand nehme und etwas damit unternehme. Und bis jetzt liegt der Hammer in vielen Ländern im Werkzeugkasten und wundert man sich, dass nichts losgeht. Was alles erforderlich ist, um zu wirtschaftlichem Wohlstand zu kommen, wie wir ihn hier im Westen haben, haben wir nicht mitgeteilt, wir haben nicht kulturellen Voraussetzungen mitgeteilt, wir haben nicht die Wettbewerbsorientierungen mitgeteilt, die da erforderlich sind. All das wurde verschwiegen. Wir haben unsere eigene Ordnung viel zu primitiv gesehen und haben dieses primitive Bild weiter in den Westen und in den mittleren und östlichen Teil Europas transferiert. Was ich nur beobachten kann, ist, dass wir ja Gläubige geworden sind. Wir glauben an permanentes Wirtschaftswachstum. Ist so. Es ist völlig irrational, dieser Glaube. Das kann nicht sein, es wird nicht sein, aber wir glauben daran, dass das so ist. Wenn ich mir anschaue, wir Wirtschaft zelebrieren in wunderschönen, hochglanzkaschierten Heften und dann werden die Repräsentanten dieser Wirtschaft abgebildet, ihre Leben werden beschrieben wie Heiligenlegenden. Wir zahlen den Führungsleuten in diesem Bereich Symboleinkommen. Das hat mit den wirklichen Leistungen gar nichts mehr zu tun, sondern das ist an sich die Art Kardinalsrobe, die die verdienen bekommen und anderes mehr. Also da kann man wirklich viele Faktoren zusammenziehen. Die Architektur und alles. Und trotzdem nochmal, was liegt da anthropologisch zugrunde? Ist das etwas, was irgendwie aus den Seelen der Menschen kommt? Also sozusagen eine Verlängerung des Triebs, wenn die Glasperle blinkt, dann greife ich zu. Oder wenn sich was bewegt, dann laufe ich hinterher und so entsteht Mobilität. Oder ist es nicht letztlich doch aus dem Zusammenleben der Menschen, aus dem Wirtschaftssystem, aus einer Dynamik, die weiß, wenn ich nicht wachse, gehe ich unter und verliere alles, was ich habe, seit 300-500 Jahren Westeuropa bewegt und von Westeuropa ausgehend die Welt. Und was eigentlich erst jetzt so universell geworden ist, dass wir es merken, dass wir sagen, es scheint keine Alternative mehr dazu zu geben. Na, das galt natürlich schon ein philosophischer Hintergrund. Philosophischer Hintergrund ist, dass wir vor gar nicht so langer Zeit mit Beginn der Aufklärung gesagt haben, das größte Gut, das es überhaupt auf der Welt gibt, ist das menschliche Leben, zwar das individuelle menschliche Leben. Das war eine Revolution im Denken, dass wir nicht mehr die Gattung gesehen haben, dass wir nicht mehr das Leben schlechthin gesehen haben, sondern das individuelle Leben. Und das individuelle Leben musste ausgestattet werden. Je materiell wohlhabender es war, desto lohnender war es. Der berühmte Satz von Locke, der Sinn des menschlichen Lebens ist das menschliche.
Vorher haben die Geschlechter gesagt, wir sind da, damit wir in den Himmel kommen oder zur Eros oder zur Verfolgung, solche Dinge, alles weg. Nunmehr ist der Sinn unserer Existenz, lange zu leben, gesund zu bleiben und wohlhabend zu sein. Das ist die heutige Sinngebung. Und jede Gesellschaft ist um diese Sinnfrage herum zentriert. Um eine Sinnfrage und eine Sinnantwort, die sie darauf gibt. Und wir sind jetzt in der historisch wahrscheinlich kritischen Situation, dass sich die Sinnantwort, die wir in den letzten 200, 250, aber besonders in den letzten 50 Jahren gegeben haben, zu erschöpfen beginnt. Das heißt, die an sich schönen Errungenschaften der Neuzeit, der Aufklärung oder auch schon der Renaissance, nämlich der Individualismus, Wissenschaft und Technik und das Freiheitspostulat, man ist politisch frei, man wirtschaftet frei, man ist nicht leibeigen, sondern kann seine Arbeitskraft verkaufen oder die anderer Leute kaufen, haben sich auf eine Weise zusammengesetzt, die jetzt eine brisante und destruktive Mischung ergeben hat. Das Hauptproblem dieser Antwort, die wir gefunden haben, ist ihre Nichtverallgemeinerungsfähigkeit. Wir haben uns mit unseren eigenen Waffen geschlagen. Wir haben gesagt, der Mensch muss lange leben. Das gilt nicht nur für uns, das gilt für die Menschheit. Die Explosion der Weltbevölkerung ist ja überhaupt nicht zurückzuführen auf eine Zunahme der Geburten. Die Geburtenrate pro gebärfähiger Frau ist so niedrig wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Weltweit. Sondern der einzige Grund für die Explosion der Weltbevölkerung ist die Zunahme der Lebenserwartung. Ja, was ist denn daran auszusetzen? Das wollten wir doch immer haben. Der Mensch sollte doch lange leben. Er sollte ein reifes, hohes Alter erreichen. Das tut er jetzt. Mit atemberaubender Geschwindigkeit werden die Menschen in den Entwicklungsländern 50 Jahre im Durchschnitt, in wenigen Jahren werden es 60 Jahre sein. Da verändert sich ja enorm viel. So, und jetzt sagen wir, das eine haben wir schon erreicht, nämlich das lange individuelle Leben. Es lebt nicht nur die Gattung, sondern das Individuum. Nunmehr der zweite Schritt ist, so unser Postulat, dass wir alle materiell wohlhabend sind. Ja, 11 Milliarden Menschen im Jahr 2030, so materiell wohlhabend wie die Menschen in Deutschland oder in Frankreich oder in England, ist völlig undenkbar, ist völlig ausgeschlossen. Jeder Physiker am Taschenrechner aus, genau das ist die Situation. Und infolgedessen, da eine Religio, wenn sie eine Religio sein wird, eine Ordnung universell gelten muss, ich kann keine partiellen Religionen haben, endet unsere Religio, diese Wirtschaftsreligio, aufgrund des Umstandes, dass sie nicht verallgemeinert werden kann. Ist das nicht eigentlich so, oder ist das jetzt etwas euphemistisch oder zu optimistisch, dass eine Ahnung von diesem Sachverhalt eigentlich genauso verbreitet ist wie diese Religion inzwischen? Richtig. Dass nur keiner weiß, wie kommen wir raus? Vollkommen richtig. Ich bin fest davon überzeugt, dass immer mehr Menschen sehen, das geht so nicht. Wir können diese Form des Lebens nicht unbegrenzt weiterführen. Wir haben noch einen kleinen Fluchtweg hier und einen kleinen Fluchtweg da, aber die große Marschkolonne, die wir vor 150 Jahren in Bewegung gesetzt haben, kann so nicht weiter marschieren. Das heißt, die frühe grüne Aufklärung des Club of Rome oder auch der Grünen, anderer Menschen, die sich das angeguckt und ausgerechnet haben, die so seit 20 Jahren eigentlich öffentlichkeitswirksam ist, ich würde nicht sagen, die kann man aufgeben, aber die hat sozusagen ihre Funktion erfüllt. Es ist ein allgemeines Bewusstsein davon da und Aufklärung müsste sich jetzt irgendwie anders organisieren. Kleines Wort, große Frage, wie? Vollkommen richtig ist heute der schlichteste Bürgermeister oder Landrat CSU im tiefsten Hinterbayern oder Ostfriesland oder was viel grüner ist als ein grüner Repräsentant im Jahre 1972. Zwar nicht nur im Kopf, sondern er merkt es ja. Na natürlich. Er stellt sich da auch hin und der Bürgermeister von Oberstdorf sagt, kein Individualverkehr mehr in meinem Ort und das müsste jetzt mit Elektrobussen gemacht werden und was das alles kommt. Nein, also wir sind alle sehr, sehr grün geworden im traditionellen Sinne. Nur das reicht ganz offensichtlich nicht. Die Lebensform, die wir heute zelebrieren, und zwar an ganz wenigen Punkten in der Welt, wir müssen uns mal vor Augen führen, im Jahre 1900 waren reichlich ein Fünftel, 22% der Weltbevölkerung Europäer. Im Jahre 2030 werden noch 7% der Weltbevölkerung Europäer sein, also ein Drittel. Und der Kreis derer, die diesen Typ Leben leben, den wir hier leben, wird ja immer kleiner und das in großem Tempo. Und jetzt versuchen wir also aus dieser Sache herauszukommen, aber Sie sagten eben wie. Und
Man kann es nicht so beantworten, dass wir sagen, wir schicken Entwicklungshilfe irgendwo hin, dann können die sich auch so entwickeln wie wir. Oder dass wir ständig im Fernsehen Kontonummer 41, spendet hierfür, spendet dafür, dann löst ihr die Probleme der Welt. Nichts wird damit gelöst. Ich will jetzt nicht sagen, dass da nicht gespendet werden soll, aber wir werden nicht die grundlegenden Fragen damit beantworten können. Das heißt, es muss irgendetwas Größeres passieren. Versuchen wir uns dem mal anzunähern. Sie, vor allem aber auch Kurt Biedenkopf, ich komme jetzt mal zurück nach Deutschland aufs Kleine, haben ja gegen diese naive, wie wir jetzt auch hier gesagt haben, Erwartung, dass man im Grunde nur die Mauer niederreißen muss und die Straßen zusammenpassten und dann wird irgendwie der Verkehr laufen und mit ihm auch der Warenverkehr und dann wird es in ein paar Jahren in Ostdeutschland sein wie im Westen, dass es erstens nicht funktioniert, sondern dass es nur Belastung funktioniert, wo unklar ist, ob die westdeutsche Bevölkerung sie ertragen wird. Dass es zweitens auch im Osten einen kulturellen Wandel im Arbeitsverhalten und im Wert, den man dem Konsum und was man da zu opfern bereit ist, dass es einen solchen Wandel auch voraussetzt. Das hat nun Kurt Biedenkopf veranlasst, als sächsischen Ministerpräsidenten zu sagen, vielleicht machen wir einfach mal im Osten alles anders. Vielleicht besinnen wir uns auf traditionellere Werte oder ältere Werte, die wir noch haben. Vielleicht ist uns die Familie, die Region, die Gemütlichkeit irgendwie wichtiger. Vielleicht können wir auch bestimmte Sozialsicherungssysteme, die im Westen inzwischen nicht mehr finanzierbar sind, von vornherein anders laufen lassen. Da gibt es ja auch schon eine ganze Reihe von Untersuchungen. Meine Frage ist, ein solcher Ansatz, der geht ja davon aus, dass es Alternativen sind, zwischen denen man wählen kann. Und wenn die Religion eine solche Kraft hat, wie sie ja eben von Ihnen noch ausging, dann ist ja die Frage, ob es sich überhaupt um Alternativen handelt oder ob nicht das Zurückgebliebene eben wirklich das Zurück ist, was nicht nur, wie wir in Osteuropa sehen, nach den westeuropäischen Verhältnissen strebt, sondern gar nicht anders kann als streben, weil, nennen wir es mal der Kürze halber, der Kapitalismus, die Warenwelt, das, was da kommt, ob das Benetton, Mercedes oder Smarties heißt, so stark ist, dass es, da sind wir wieder bei Marx, im Grunde jedes ehrwürdige alte Verhältnis, alle Familienbande und alle Tradition einfach kaputt reißt. Also kann man überhaupt die Hoffnung haben, dass die Menschen Alternativen als Bedürfnis verspüren? Oder ist das nicht hemmungslos romantisch? Die Stärke dieser Ordnung, die wir hier haben, das, was Sie eben angesprochen haben mit bestimmten Markennamen und mit unserer Art des Wirtschaftens, beruht zu einem guten Teil in seiner Konzentration, dadurch, dass das auch verhältnismäßig wenig beschränkt war. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren sehr schnell sehen, dass mit dem Versuch der Universalisierung dieser Ordnung, also indem wir sie nach Mitteleuropa, nach Osteuropa tragen und vielleicht darüber hinaus, indem wir den Versuch unternehmen, China marktwirtschaftlich und demokratisch zu gestalten und so weiter, die Kraft dieser Ordnung nicht zu, sondern abnimmt. Weil sie immer stärker vermengt werden wird mit sehr eigenen Kulturen, mit sehr eigenen Geschichten, mit besonderen Sichtweisen, Traditionen und so weiter. Also vor der Sonderle und der Coca-Cola-Flasche in der Hand des Chinesen, das sind ja so die Bilder, die zurzeit illustrieren, was passiert. Damit ist es nicht ganz getan. Nein. Sicher nicht. Natürlich hat diese Art des Lebens seine Faszination. Ich kritisiere es auch gar nicht. Natürlich hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten und Jahrhunderten für diejenigen, die in dieser Ordnung lebten, viel zum Positiven gewandelt. Es wäre vollkommen unsinnig, das in Abrede stellen zu wollen. Es geht uns materiell und in vielfältiger Hinsicht auch immateriell in diesen wenigen Regionen ungleich besser als vor historisch kurzen Zeiten. Nur wenn wir jetzt mit diesem System ernst machen und sagen, lebt alle in dieser Form, dann werden wir merken, das geht nicht. Dann werden wir feststellen müssen, dass wir uns wieder auf unsere Spezialitäten, auf unser Partikulares, auf unser Individualistisches zurückbesinnen und sagen, aha, das war eben doch etwas spezifisch Französisches oder Deutsches oder Italienisches. Und das, so meine ich, wird weiter heruntergebrochen werden. Wir werden sagen, das ist etwas Flämisches und das ist etwas Wallonisches und das ist typisch Rheinisch und in Bayern macht man das alles etwas anders. Ich glaube, der Zug ist viel weiter vorgefahren, als das allgemein im Bewusstsein der Bevölkerung ist. Die Regionen Europas sind im Begriff, sich zu identifizieren, sich wiederzuerkennen und Eigenständigkeiten zu entwickeln und zwar mit einer Macht und einem
Nachdruck, der ausgeprägter kaum sein könnte. Kann man dafür harte, und hart ist ja in diesem Zusammenhang immer ökonomisch, harte Fakten nennen? Denn also Gegenthese, dass nun gerade im Vollzug der Vollendung des europäischen Marktes die Tendenz ja eher dahin geht, dass der Einpersonenhaushalt in München seine Erdbeeren aus Süditalien, seinen Marmor aus Carrara, seinen Käse aus Paris, den anderen Käse aus Norwegen, die Wolle aus Schottland bezieht und damit dieses ganze ja letztlich auch unökonomisch gewordene System der Mobilität von Waren und Dienstleistungen in Gang hält. Ist nicht das die Haupttendenz? Was spricht denn dafür, dass ökonomisch die Regionen sich hier ausklinken? Ich glaube, wir sind konfrontiert mit zwei gegenläufigen Tendenzen. Auf der einen Seite ist vollkommen richtig, was Sie eben beobachtet haben, dass wir in einem groß gewordenen Markt einen zum Teil unsinnigen Güteraustausch betreiben, zum Teil ist er doch voll. Auf der anderen Seite sehe ich mindestens ebenso stark das Bestreben, seinen Dialekt zu sprechen, seine Regionalidentität zu wahren, bis hin zur Neigung, alte Trachten wieder aus dem Schrank zu holen und sich anzuziehen. Ist das nicht so ein Luxus, Entschuldigung, on top auf all dem, was wir inzwischen an universalisierten Reichtum haben? Dann fällt ein, ach, da war doch noch was. Und das ist dann aber im Grunde gleich die nächste Marktlücke für die Boutique und die zwei Betriebe, ja, die natürlich nicht mehr die Armen sind, die klöppeln, sondern das ist im Grunde eine neue Industrie, eine neue Wachstumsbranche, die Region. Das mag so sein. Jeder Prozess, der nicht geschlossen ist, ist ein Suchprozess. Und ich glaube, bei der Regionalisierung Europas befinden wir uns in die Suchphase und kein Mensch weiß, was am Ende dieser Phase stehen wird. Dennoch glaube ich, dass wir heute zum Beispiel in Frankreich oder in Großbritannien noch viel deutlicher als in dem föderal geordneten Deutschland, wo es ja gar nicht so Anlass dafür gibt, sich nun nach außen hin regionalisieren zu müssen, sehr deutliche Regionalisierungstendenzen gibt. Die Bretonen und die Normannen und die Burgunder und die Provenzalen, von den Schotten und Walisern ganz zu schweigen oder den Iren, die alle haben doch etwas entdeckt, was wir glaubten, in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts weitgehend überwunden zu haben. Und wenn man sich die Landkarte Europas anschaut, dann ist sie ja in den zurückliegenden 80 Jahren nicht einfarbiger geworden, sondern sie ist immer bunter geworden. Die Teilgebiete zerfallen ja immer stärker. Ich will jetzt gar nicht nur auf Jugoslawien verweisen, sondern wenn ich mir mal Osteuropa heute anschaue, wie buntscheckig das inzwischen ist, oder wenn ich mir anschaue, was man aus Belgien werden könnte, und ganz Ähnliches sehe ich auch für andere Bereiche voraus. Können Sie sich vorstellen, dass sich das irgendwann mal auf eine gute Weise aneinander bezieht? Also eine ökonomische Welt, wo ja nach wie vor der Trend zur großen Einheit, zur multinationalen Einheit, auch in der Pulloverindustrie, ungebrochen anhält, und eine kulturelle Regionalität. Hat die kulturelle Regionalität, kann die überhaupt die Kraft haben, diese ökonomische Gewalt, dieser Druck, der von der Ökonomie ausgeht, den zu bremsen? Oder müsste da nicht auf eine neue Weise also Politik rein, und was für eine? Ja. Beides gehört aus meiner Sicht zusammen. Ich bin sogar der Auffassung, dass in einer sich zusammenfindenden Welt die Bedeutung der Region zunehmen wird. Man kann nicht in der Welt leben, die Welt ist zu groß. Das heißt also, der Einzelne kann das nicht verinnerlichen. Er kann nicht in globalen Dimensionen denken, empfinden, reden. Das geht alles nicht. Das ist zu weit gespannt. Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, von Weltbürgern mal abgesehen. Es gibt immer solche Zeitgenossen, die sagen, ich bin in New York genauso zu Hause wie in Tokio. Gut. Aber das sind Minderheiten. Die meisten Menschen leben so nicht. Funktionäre dieses Prozesses, von dem wir reden. Gut. Ja. Na, es gibt auch in der Vergangenheit Repräsentanten bestimmter kultureller Entwicklungen und so weiter, die konnten das. Die meisten Menschen können es nicht. Und je stärker die Welt im ökonomischen Bereich zu einer Welt wird, desto stärker wird sie sich im nicht-ökonomischen Bereich entgegengesetzt verhalten. Mir scheint das so ein Prozess von Gewicht und Gegengewicht zu sein. Abgesehen davon bin ich noch nicht einmal so sicher, ob es stimmt, dass wir ökonomisch uns auf dem großen Globalisierungstrip befinden. Aus meiner Sicht gibt es eine ganze Reihe von Anzeichen, die selbst für eine Re-Regionalisierung des Ökonomischen sprechen. Sie haben es vorhin angedeutet. Was wir heute an Welthandel betreiben,
ist, wenn wir es recht betrachten, zu einem Teil schlicht kontraproduktiv. Das mehrt gar nicht mehr den Wohlstand, sondern mindert ihn wieder. Und auch die Vorstellungen, man könnte globale Firmen schaffen, das würde überall gleich gut gehen, das ist mit außerordentlichen Schwierigkeiten verbunden. Wenn man mal in die Vorstände hineingeht, und ich habe das wiederholt getan, die solche internationalen, solche weltweit gespannten Konzerne führen, die haben immense Schwierigkeiten, gerade mit kulturellen Faktoren, mit historischen Faktoren, mit Erwartungen und Ansprüchen der Mitarbeiter in Italien oder in Japan oder wo auch immer. Auf all das sind sie gar nicht vorbereitet. Und die Versuche, solche Unternehmen zusammenzuschweißen, eins zu machen, waren bisher nur bedingt erfolgreich. Und wenn man sich mal die Geschichte der ganz Großen anschaut, dann ist das eine Geschichte mit vielen, vielen Niederlagen. Die Frage sei, lese ich da, ob nicht die Ostdeutschen möglicherweise andere Werte, die bei ihnen noch vertreten sind, wählen, stärken, behalten wollen, um möglicherweise diese westliche, individualistische und in gewisser Weise auch destruktiv gewordene Variante des Wohlstands, die uns eben die Stadt München beschert, die tendenziell nur noch aus Ein-Personen-Haushalten besteht, was auch nicht so gemütlich ist, die sagen, wir machen es anders. Wir haben es 40 Jahre anders gemacht, in einer gewissen Abgesperrtheit und Not, aber wir versuchen es anders zu machen. Kann man sich denn überhaupt vorstellen, dass es da Strukturen gibt, dass es da politische Führer, um das böse Wort mal zu nehmen, dass es da sozusagen Sänger und Ideologen gibt, die einen solchen Weg so formulieren können, dass er wirklich was Positives ist und nicht nur der Fuchs, der nach den Trauben guckt und sagt, naja, also gut, wenn wir nicht so reich werden können wie die in Düsseldorf, wenn wir wenigstens so gemütlich bleiben, wie es in Hoyerswerda schon immer war. Also was müsste da eigentlich passieren? Also ich habe da meine Zweifel, weil ich glaube einfach, es glitzert zu stark im Westen und nach wie vor gehen ja 25.000 pro Monat. Also das Szenario, was Sie eben entwickelt haben, ist mir zu statisch. Mhm. Das suggeriert, als sei hier im Westen alles in einer ganz bestimmten Weise formiert und wir hätten also diesen Glauben und dann sei da das andere Gebiet beginnt, dann Elbe und Werra und da würde man etwas anders denken und jetzt müssten dort nur die Propheten sich finden, die diese Wertekatalog der zurückliegenden 40 Jahren modernisieren und sagen, so machen wir das jetzt. Nein, also so wird es mit Sicherheit nicht gehen, sondern der Westen ist ja außerordentlich heterogen. Wir haben ja große Bevölkerungsteile, die den alten Glauben, will ich mal sagen, gar nicht mehr verinnerlicht haben, die sich davon innerlich abwenden. Es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, das ist etwas ganz Erstaunliches, der sagt, wir haben genug. Früher hat man immer gesagt, je mehr er hat, je mehr er will. Der Mensch ist unersättlich im materiellen Bereich. Das stimmt überhaupt gar nicht. Sondern es gibt eben heute hohe Anteile der Bevölkerung, die sagen, nein, wir möchten uns jetzt doch wieder mehr unserer Familie zuwenden, unseren Freunden zuwenden, unseren Hobbys nachgehen und so weiter. Und es bedarf keiner so großen Anstrengungen, vielen Bevölkerungsteilen, vielen Menschen hier im Westen zu sagen, das kann man auch alles ein wenig anders sehen. Und natürlich werde ich im Osten große Bevölkerungsgruppen haben, die sagen, wir möchten genauso leben wie die Wohlhabendsten im Westen. Das durchmischt sich, das überlappt sich. Nur scheint es mir doch ganz lebensfern zu sein, auf der einen Seite zur Kenntnis zu nehmen, dass der Osten mit seiner ganzen Geschichte, mit seinem ganzen Wertekatalog, mit seinen reichen Traditionen, mit seinen griechisch-orthodoxen Sichtweisen... Jetzt gehen Sie etwas weiter in den Osten. Ja, ich gehe immer weiter in den Osten, dass dieser Osten, der ja in einer historischen Zeit, aber immerhin, sich eben mal bis zur Elbe vorgeschoben hat. Dass dieser Osten nun in nichts sich auflöst, dass der verdampft wie eine Pfütze im Sonnenschein, sondern der bleibt natürlich, der ist natürlich da. Und wenn wir ein offenes Europa haben, wenn wir wirklich offen, dann fließen Denk- und Sichtweisen in den Westen ein. Und natürlich fließen die westlichen Sichtweisen in den Osten. Es war an sich eine Todsünde, dass wir unterstellt haben, nun der Osten, der wird sich verändern, ab Elbe bis zum Ural, und wir bleiben, was wir sind, nicht so. Es ist eine Reibachstraße, der gibt und nimmt, der Westen gibt und nimmt, und es liegt in der Natur der Sache, dass der Westen mehr Materielles abgibt, und der Osten, was hat er denn anderes, mehr mit seinen Sicht- und Denkweisen bei uns vordringt. Und da gibt es durchaus Boden, auf dem die Saat aufgehen könnte.
Also da ist sicher was. Ich frage mich nur, wie kommt es zusammen? Auf der einen Seite haben wir natürlich auch, ich meine, wir hatten ja nicht nur die Grünen, sondern wir hatten ja auch seit einiger Zeit die Zen-Buddhismus machenden Top-Manager, die den Stress einfach nicht mehr aushalten, und sei es, damit sie ihn besser aushalten, sei es aber auch, weil sie merken, das kann nicht alles sein im Leben, irgendetwas suchen, was quersteht zu dem, was dieses westliche Leben ist. Nur bei uns im Westen liegt das ja so, dass nachdem wir alles hinter uns hatten, nachdem wir die traditionellen Strukturen, nachdem wir die traditionellen familialen Sicherungssysteme an den Staat delegiert haben, nachdem wir auch das Familienleben eigentlich immer mehr hinten angestellt haben, da kam auf einmal die Idee, Moment, da war doch mal was. Da war doch was, und dann kamen diese ganzen sentimentalischen Versuche, angefangen mit den Wohngemeinschaften der 60er Jahre, den ganzen ideologischen Überbauten, der Kulturgesellschaft, das hieß ja schon, nach dem Kapitalismus kommt nur die Kulturgesellschaft, weil die ewig recycelbar ist. Das heißt, da kam ja wirklich nach dem Fressen die Moral und das Wissen und die Erkenntnis, das kann es nicht gewesen sein. Ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass eine Welt, die das alles noch vor sich hat und die ja, wie wir an den Autobusströmen sehen, auch zunächst erstmal kommt. Und das bedroht uns ja. Das bedroht uns staatlich, es bedroht jeden Einzelnen. In Rostock hat man es neulich wieder gesehen. Es ist kaum auszuhalten. Also das kann sozusagen in einem ganz großen Gehirn gut zusammenkommen. Aber ich kann mir noch nicht vorstellen, wie die demografischen, die politischen Prozesse aussehen, die das, sagen wir mal, in 40, 50, 60, 70 Jahren zu einer Weltgesellschaft, die dann möglicherweise eine von Regionen ist, zusammenwachsen lässt. Und sei es auch nur in Osteuropa. Also sind das nicht sozusagen zwei Dinge, die, wenn man hoch genug abstrahiert, dann sind die gleich. Nämlich nicht warenförmig und nicht nur auf Konsum und nicht nur auf Geschwindigkeit. Aber sind das nicht zwei ganz andere Zeiten, die gar nicht zusammenzukriegen sind? Sie sprachen eben etwas sehr Wichtiges an, und das ist der Zeithorizont des Ganzen. Sie sprachen eben von 40, 50 Jahren. Was passiert in diesen Zeiträumen? Und wenn ich den Versuch unternehme, und das gehört zur Politikberatung, mir einmal vorzustellen, wie kann es denn sein in 40, 50 Jahren, dann komme ich zu dem ernüchternden Ergebnis, dass wir in unserer Bevölkerungsentwicklung in ganz Westeuropa, nicht nur in Deutschland, vor einem dramatischen Bruch stehen, der bedeutet, dass unsere Gesellschaften in 40, 50 Jahren in einer Weise vergreist sein werden, dass eben ein Drittel der Bevölkerung im Alten- oder Greisenalter steht. Zum Teil Alzheimer gefährdet. Wo noch ganze 15-16% der Bevölkerung unter 20 Jahre alt sein werden. Das sind keine Horrorszenarien, sondern das ist weitestgehend programmiert. Die Generation, die zeugungs- und gebärfähige Generation seit dem Jahre 1972 hat noch 2/3 der Zahl der Kinder in die Welt gestellt, die sie selbst ausmachte. Das heißt also, wenn die ins gebärfähige Alter kommen, hat die Bevölkerung schon mal um 1/3 abgenommen. Und das geht in ganz großen Geschwindigkeiten mit etwa 600.000 Menschen im Jahr. Und dann kommt Frankreich, Großbritannien, Belgien, Luxemburg, Schweiz sind jetzt schon an diesem Punkt, wo das alles passieren wird. Das heißt, wir im Westen werden ganz, ganz schnell, gerade wenn wir von Zeithorizonten 40, 50 Jahren sprechen, in sehr, sehr alten Gesellschaften leben, in ganz rasch schrumpfenden Gesellschaften. Diese Gesellschaften werden überhaupt nur existieren können, wenn rein physisch, körperlich Menschen von woanders herkommen, und die kommen natürlich in erster Linie aus Osteuropa, und sie bringen natürlich ihre Prioritäten mit, ihre Wertsysteme, ihr Verhältnis zur Familie, die Bedeutung der Sippe, die Bedeutung des Nachbarschaftskreises und so weiter. Und die kommen in großen Zahlen her, und eines scheint mir deutlich zu sein, wir werden Deutschland und die Homogenität Deutschlands, die wir ja immer noch haben, in 20, 30 Jahren nicht mehr wiederfinden. Dieses Land wird kräftig durchgemengt sein, und nicht nur Deutschland, sondern das geht dann natürlich auch in die anderen westeuropäischen Länder weiter. Und diese durch einen ganz anderen Faktor bewirkte Durchmengung, wir denken bisher immer nur so, als befänden sich hier die Westeuropäer, dort die Osteuropäer, und jetzt wird Ideengut ausgetauscht und jetzt werden Waren ausgetauscht und jetzt sieht man den glänzenden Westen und dort den ärmlichen Osten. Nein, die Menschen werden aufgrund von wirklich dramatischen demografischen Umbrüchen sich durchmengen, und sie werden sich mit ihren Kulturen durchmengen, sie werden sich mit ihren Neigungen und Verhaltensweisen durchmengen, und ob das dann noch der glänzende reiche Westen sein wird in 30 Jahren und der ärmliche Osten, das möchte ich sehr dahingestellt sein lassen. Ich weiß nicht, wer letztlich stabiler ist in diesem Gefüge. Das
das eine Vorstellung, die Sie schreckt, diese Vision, die Sie da eben... Ich meine, das ist ja auch wieder eine Vision, wenn es gut gehen könnte. Also wenn wir nicht neue Mauern machen, wenn nicht im Osten neue Diktaturen entstehen müssen oder wenn nicht bei uns autoritäre westeuropäische Regimes entstehen, die sagen, Schluss, Grenze zu, wird uns alles zu kunterbunt und zu bedrohlich. Was Sie gesagt haben, eben ist ja der Prozess einer kontrollierten, möglichst kontrollierten, aber letztlich unausweichlichen Mischung, die uns zwingt, aus ökonomischem Eigeninteresse, platt gesprochen, damit jemand die Renten bezahlt, Leute reinzunehmen, die uns dann möglicherweise mit Lebensweisen konfrontieren, die unter Umständen auch unser Rentensystem in Frage stellen, weil der Clan wieder so attraktiv wird auf einmal, dass er als neue ökonomische Einheit da ist. Ja, wirklich mal persönlich gefragt, ist das etwas, was Sie als Westeuropäer, Frau Nöller-Neumann würde sagen, jetzt eher begrüßen oder eher, was Sie eher in Furcht versetzt? Man muss unterscheiden. Wissenschaftlich sind das keine Kategorien, freuen. Ja. Da muss man die Dinge sehen, wie sie sind. Und da halte ich es für außerordentlich wichtig, das Kind beim Namen zu nennen und sagen, so wird es sich aller Voraussicht nach entwickeln. So muss es sich fast entwickeln. Das sind keine mathematischen Zwangsläufigkeiten drin, aber doch Entwicklungen, die in dieser Richtung gehen. Schreckt mich das Bild? Es schreckt mich unter der Voraussetzung, dass wir möglichst lange versuchen, so weiterzuleben, wie wir in der Vergangenheit gelebt haben. Dann laufen wir nämlich in eine Bruchsituation, und ich sage jetzt ohne Dramatisierung, dann laufen wir in eine Katastrophe hinein. Wenn wir aber, und das ist durchaus möglich... Das soll nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch, wenn ich das richtig verstehe. Ganz eindeutig. Das Wirtschaftliche interessiert mich hier eigentlich eher am Rande. Sondern dann kommen wir in eine Situation des Verlustes von Identitäten. Und Gesellschaften, die Identitäten verlieren, reagieren in der Regel aggressiv, rebellisch, irritiert, werden destruktiv. Also da muss man sehr genau aufpassen, was man macht. Da gibt es ja sogar die These, dass auch der Nationalsozialismus eine Reaktion auf eine zu schnelle Modernisierung war. So eine Art Notbremse, die dann der Mann mit der Roten, der Braunen, der Schwarzen oder was auch immer für den Hut zieht und alle sagen, wunderbar. Der Nationalsozialismus war sicherlich etwas ausgesprochen Reaktionäres, ausgesprochen Rückwärtsgewandtes, der Versuch, wie Sie eben sagten, Bremsen zu ziehen. Wenn wir aber jetzt so weitermachen, möglichst bis zum Jahre 97, 98, was ja durchaus möglich ist, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben und nicht sehen, was uns da ins Haus steht, dann wird es kritisch. Wenn wir aber jetzt die westlichen Gesellschaften aufschließen für die Veränderungen, die da kommen, wenn wir ihnen bewusst machen, wir werden aus demografischen Gründen, wir werden aus ökonomischen Gründen, wir werden aus religiös-philosophischen Gründen, aus ethischen Gründen eine andere Gesellschaft werden müssen in diesem offenen Europa, in diesem vereinten Europa, dann sehe ich gute Chancen, dass dieser Prozess einigermaßen, da gibt es immer Stolpersteine und es gibt immer Rumpelstrecken in solchen Prozessen, aber dass sich das doch einigermaßen harmonisch entwickelt. Die vierte Todsünde der Politik besteht darin, dass auch das nicht thematisiert wird. Dass wir eben diesen schrecklichen Gedanken in die Welt gesetzt haben, er ist Gottlob, nicht sehr penetriert worden. Dies sei das Ende der Geschichte und nunmehr habe die westliche Welt über den Rest der Welt obsiegt und so wird es sein. Natürlich ist das absoluter Unfug. Und die Entwicklung wird, muss ganz anders sein. Nur ist es doch an der Zeit, dass wir den Menschen in Deutschland, in Europa, darüber hinaus sagen, und ich komme zurück auf das, was ich vorhin schon gesagt habe, die zurückliegenden 40 Jahre waren außergewöhnlich statisch in einem Bereich und dynamisch im anderen Bereich. Statisch im Bereich der Ideologien, dynamisch im Bereich des Wirtschaftlichen. Und die Zukunft, die kann eben ganz anders aussehen. Es liegt natürlich nahe, dass gerade die Menschen, die in diesen 40 Jahren geprägt sind, die, was weiß ich, 1920, 1930, auch 1940 noch geboren sind und ihr gesamtes bewusstes Leben in dieser Ausnahmezeit der westeuropäischen Geschichte und auch des Kapitalismus im Übrigen gelebt haben, dass die also nicht nur unfähig sind, sondern auch unwillig sind, jetzt umzudenken. Und wenn man jetzt auf Deutschland guckt, ich meine, wir haben ja schon Schwierigkeiten oder die politische Klasse hat ja schon Schwierigkeiten, sich jetzt mal ernsthaft zu fragen, was wird eigentlich im Jahr 2000 sein? Auch da hat Biedenkopf sozusagen wenige Leute gefunden, die mit ihm darüber reden wollen in Bonn. Schon da werden ja Alternativen eigentlich nicht durchgespielt und auch da
wird ja noch nicht mal mit dem Gedanken gespielt, jetzt müssen wir mal hingehen und sagen, also passt mal auf, erstens, so schnell geht es nicht und die Belastungen werden auf Dauer gestellt werden müssen. Also dieses Maß an politischer Ehrlichkeit ist ja schon da schwierig. Und nun kommt Professor Miegel und sagt, ja, dieses kleine Deutschland, das könnt ihr doch vergessen, weil dahinter kommen ja eigentlich erst die großen Probleme. Sehen Sie eigentlich Politiker, sehen Sie politische Organisationen, ich meine gar nicht Parteien, aber sehen Sie Milieus, in denen auch nur annähernd in diesem Rahmen, in dem wir hier abgehoben und etwas entfernt, aber auch nur etwas entfernt von Bonn reden, die solche Gedanken denken und sich Gedanken machen, wie man das umsetzen kann in Politik? Nochmal, das Szenario, was ich eben geschildert habe, schreckt mich nicht. Mich schreckt genau das, was Sie eben gesagt haben, dass sich diese politischen Milieus, die das aufnehmen, umsetzen, gestalten, weiterführen, dass ich diese Milieus nicht wahrnehme. Ich fürchte, sie gibt es zurzeit noch nicht so, dass man sie wahrnehmen könnte. Wir wissen nicht, was im Untergrund sich bewegt, was dort wächst. Saatgut keimt sehr lange unter der Erdoberfläche und eines Tages stößt es durch. Man wundert sich, was da alles durchstößt. Aber zurzeit sehe ich es nicht. Ich sehe es nicht im Regierungslager, ich sehe es nicht im Lager der Opposition. Die Zeithorizonte, die hier gepflegt werden, gehen über die Mitte der 90er Jahre kaum hinaus. Das ist viel zu kurz gegriffen. Zumal die 90er Jahre, sagen wir mal die nächsten 5 Jahre, noch für den Westen Deutschlands und Europas besonders problemlos sind. Dann aber überschlagen sich die Ereignisse. Und darauf bereitet sich politisch niemand vor. Das wird nicht diskutiert. Das wird noch nicht einmal in kleinen Zirkeln diskutiert, wo das ja nun wirklich dringend mal thematisiert werden müsste, sondern es treibt hier alles weiter. Und das ist die große Krux unserer Politik, dass sie ohne Zukunftsvision zu gestalten versucht. Und natürlich ist Politik das Mögliche. Und natürlich muss ich Rücksicht nehmen auf das Machbare. Aber das Ganze doch vor dem Hintergrund einer Zielperspektive. Und die ist in der Tat nicht absehbar. Wo sehen Sie jetzt im politischen Milieu, oder was wären die sozusagen die Voraussetzungen, die Bestimmungen, die Forderungen einer solche neue politische Elite, die dann irgendwann vielleicht doch mal kommt und die jetzt herrschende politische Klasse ablöst? Was müssten das für Menschen sein? Wieder ein großer Begriff, aber ich meine ihn mit aller Ernsthaftigkeit. Es müssten Asketen sein. Es müssten Menschen sein, die selbst in der Lage sind, Verzicht zu üben, die Verzicht auch symbolisieren. Das heißt jetzt nicht in Sack und Asche gehen. Es gibt andere Formen von Verzicht. Aber es bedeutet auch Verzicht im materiellen Bereich. Dieses Auftreten, dieses herrschaftliche Auftreten von bestimmten Kreisen der Politik ist zum Beispiel kontraproduktiv. Politik muss in der Lage sein, Ideen auch symbolhaft zu präsentieren. Und auch davon kann keine Rede sein. Wir schauen in die Zukunft und warten, ob wir was sehen. Und ich danke Ihnen fürs Gespräch.